Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stronghold HD. Heute Mission 12, das Lösegeld. Die Feierlichkeiten anlässlich eures jüngsten Triumphes finden ein jähes Ende, als die Kunde von zwei tragischen Verlusten eintrifft. Das gefräßige Schwein hat eine eurer Grafschaften eingenommen, wobei der ehrenwerte Lord Woolsack gefangen genommen und brutal ermordet wurde. Dem Woolsack habe ich einen schmerzhaften Tod bereitet. Ich habe ihm die Zähne ausgerissen, die Zehen abgeschnitten und die Knie gebrochen. So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Wie erging es euch? Habt ihr eure Beute erlegt? Ich habe eine Menge Zeit am Verhandlungstisch mit den Männern verbracht, die den König gefangen halten. Jetzt wurde das Lösegeld festgelegt. Ihr müsst sofort damit beginnen, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln Geld aufzutreiben. Ihr sendet augenblicklich Spione in die anliegenden Grafschaften aus, in der Hoffnung, Reichtümer zu finden, um die ihr sie erleichtern könnt. Eure Spione berichten, dass die Schlange Gold in einer seiner Grafschaften hortet, in der er eiligst eine Burg errichtet. Startet einen Überraschungsangriff, um das Gold an euch zu bringen. Euch werden einige Tunnelgräber geschickt, die euch helfen werden, die Burg einzunehmen. Okay. Dann wird das wohl diesmal eine Angriffsmission. Verwendet Tunnelbauer und Streitkolbenkämpfer, um die Burgwelle einzureißen. Setzt dann Armbrust- und Bogenschützen an, sie verteidigen. Erst einnehmen. Dann verteidigen. Okay. Hatten wir schon mal, aber diesmal... Spieltempo runter. Diesmal... Oh ja, das sieht nach einer vernünftigen Burg aus. Die ist gar nicht mal so schlecht. Okay, was haben wir denn? Wir haben 41 Keulenträger. Wir haben 9 Armbrustschützen und 8 Tunnelbauer. Ja. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Waffen geschultert! Schon wieder ein Gang? So, Shortcuts eingerichtet. Jetzt, Junge, okay. Wir können... Ist die Frage, wo greifen wir an? Ich würde versuchen, hier durchzubrechen. Ja. Haben Sie den Befehl erhalten? Moment. Gut, anscheinend schon. Denn sie laufen. Zur Stelle! Tom! Und Mark! Was ist los? Nicht so hektisch! Mal gucken, ich muss erstmal schauen, wie weit die schießen können. Spieltempo mal auf ein ordentliches Niveau. So, Tunnelgräber, hier Tunnelgraben. Ich weiß nicht, wie weit diese Tunnel reichen. Jawohl! Schon gut, schon gut. So, schauen wir mal. Wir graben da mal einen Tunnel. Schon wieder ein Graben? Muss das sein? Kein Plan. Ich mach einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wie schnell das geht hier. Und ab ins Loch. Okay, wo gräbt der sich jetzt hin? Ich hoffe einfach mal in Richtung, Richtung Mauer. Ich
weiß halt nicht, ich glaube, diese Tunnel reichen halt auch nicht unendlich weit. So wie es aussieht, kommen wir genau an der falschen Stelle raus. Was gibt's? Wir haben keine Chance. Ah, okay, okay, okay. Die sind so gut wie tot. Rein da. Ja, und los! Vorwärts! Wir da oben drauf. Na, wir probieren es einfach mal. Ja, drin sind wir jetzt. Warum greifen die nicht an? Angriffshaltung, Kinas. Okay, ich verliere gerade sämtliche Einheiten. So geht's nicht. Also, probieren wir es nochmal. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Was gibt's? Waffen der Schulter! So, hier auf die 3. Dann versuchen wir mal, diesen Turm anzugreifen. Was ist los? Bauen. Oh, keine Ahnung. Hier einen Tunnel hin. Jawohl! Und hier. Zur Stelle! Achtung. Und Marsch! Dann schauen wir mal, ob es diesmal funktioniert. Ich bin mir nämlich, um ehrlich zu sein, nicht sicher, was ich genau machen soll. Weil er hat da oben zwei Bogenschützen, er hat eine Menge Armbrustschützen, was mir gar nicht gefällt. Und ab ins Loch. Es ist gar nicht ohne, das hier zu erobern. Schon wieder ein Graben? Ihr könnt auf uns zählen. Hä? Wir rücken aus. Ach, ich hab noch... Oh Gott. Bin zur Stelle. Die habe ich gar nicht gesehen. Rücken aus. Wohin seid bereit. Ein Kinderspiel. Die hab ich ja gar nicht gesehen. Muss das sein? Hätte ich es ja vielleicht doch noch schaffen können. Das war natürlich sehr unclever von mir. Die sind aber auch gut versteckt gewesen, jetzt mal ohne Quark. So, der Turm ist fast weg. Na, die Tunnelgräber sind so ein bisschen semi-effizient, um ehrlich zu sein. Bogenschützen bereit! Manchmal hilft nur Muskelkraft. Mein Bogen ist euer! Alle auf Angriffshaltung. Wo sind denn jetzt meine Pikeniere? Sind die jetzt alle weg? Die stehen hier irgendwie mit dabei. Was wünscht ihr? Na endlich! Warum greifen die denn nicht an? Wir haben keine Chance! So, ey, man sieht halt überhaupt nichts. Das ist ein bisschen ungünstig. So, ich glaube, die Armbrustschützen haben wir erledigt. Ah, da oben ist noch einer. Da ist noch einer. Aber das sieht schon nicht verkehrt aus. Der Feind ist bezwungen. Okay. Spieltempo runter. Und ich mach mir mal einen Speicherstand. Ach hier. In der Burg. Und speichern. So, jetzt. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Alter, jetzt muss ich mir erstmal angucken, was wir hier alles haben.
Also wir haben den Bergfried. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Okay, die Tunnelgräber. Ich habe Platzangst, wisst ihr? Brauchen wir erstmal nicht hier. So, wie sieht's denn hier aus mit dem hier? Hier kommen jetzt neue Bauern. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben maximal 28. Uiuiui, wir haben zwei Jäger. Wir haben eine Hütte. Wir haben... vier Holzfäller. Noch ein Jäger. Ah, das Ochsenjoch. Was ist das? In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. Käsereien. Hopfenfarm. Wir haben keine Getreidefarm. Eine Botschaft von eurem Informanten. Wir haben Gold in der Schatzkammer der Schlange gefunden, Sire. Doch es reicht nicht für das Lösegeld. Wir müssen den Rest des Goldes anderweitig auftreiben. Ja, meine Frage wäre jetzt, wo kommen die Feinde her? Da oben ist ein Schild, das sieht man nur nicht. Das hier, Wegweiser, genau. Also kommen die Feinde genau auch von da. Können wir die hier absperren? Mauer. Können wir, ja. So nicht. So aber. So, und dann würde ich gerne... Haben wir jetzt große Türme? Nein, haben wir nicht. Dann würde ich gerne ein großes Torhaus da vorne hinsetzen. Am besten... geht's überall nicht. Ist das, weil die Viecher hier rumlaufen? Okay, da sind Mauern, da könnt ihr eh nicht durch. Ach komm, ich mach mal was schneller, dass die... Ja, jetzt verschwinden sie. Dankeschön. So, Torhaus. Ich hoffe, dass das nicht wieder eingerissen wird. Beim ersten Anzeichen von Problemen. Was gibt's? So, wir haben noch... wir haben noch einen einzigen Bogenschützen. Der geht ein weiter Weg! Wir brauchen auf jeden Fall noch Wallstufen. So. Und ein Zinnwall. Kriege ich den hier noch hin? Nee, der ist exakt... Habe ich schon wieder exakt an der Grenze gebaut? Sieht ganz so aus. Ist natürlich ungünstig. Dann würde ich gerne noch eine zweite Mauer dahinter bauen. Ohne Zinnwall mal wieder. Ungünstig, aber gut. Ja, Herr? Moment, wir wählen nochmal alles aus. Ja. 23 Streitkolbenkämpfer. Gehen mal dahinter. Bewegt euch, Hunde! Dann haben wir noch... Manchmal hilft nur Muskelkraft. Tunnelgräber, das braucht man und gar nicht mehr. Weiter! Hoffe ich. Okay, dann sollten wir das jetzt alles halbwegs geschützt haben. Wir haben... Ach, Kacke, was haben wir denn hier? Eine Brauerei, eine Pfeilmacherei, die macht im Moment noch Bögen, die wir nicht brauchen wollen. Wir haben einen Marktplatz. Also, Steine und Eisen. Wir haben... Ah, wir können Streitkolben kaufen. Guck mal an. Wir können Streitkolben kaufen und verkaufen. Ich muss nochmal gucken. Also da haben wir eine Gerberei da oben links. Hier eine. Wir haben hier eine Brauerei, hier einen Pfeilmacher. Sonst haben wir hier nichts. Ja, wir haben eine Schenke. Ah, das ist aber ganz gut. Dann sollte unsere Beliebtheit... Das Volk liebt ja. euch, my Lord. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Das Volk liebt euch, my Lord. Steuern, Bierausschank, Nahrung. Okay, wir keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Steuern hoch, weil wir wollen ja Geld haben. Wir haben Holz, wir haben Käsereien, wir haben Jäger, jede Menge Jäger. Drei Jäger, vier, fünf Jäger sehe ich hier alleine. Vier Holzfäller. Okay. Wir brauchen also Fernkämpfe. Haben wir denn, Steine bekommen wir, das ist gut. Ich würde nämlich auch zur Not... Ah, Moment, hier war ein Turm. Wir benötigen Steine. Gut. Ich räuspere mich. Schon wieder viel zu viel.
Entschuldigung, ich muss was trinken. So. Besser. Ich baue mal noch ein Ochsenjoch. Weil hier stapeln sich schon wieder die Steine. Und die hätte ich gerne hier im Lager und nicht da. So, wir haben eine Gerberei, wir haben eine Pfeilmacherei. Das heißt, wir bekommen... Oh, wir haben auch nur noch zwei verfügbare Bauern. Bin zur Stelle. Moment, Tempo hoch. Mein Herr? So, dann ein weiter Weg. Gehen wir die dahin. Das hier riecht noch Ärger. Die Tunnelbauer stelle ich mal, keine Ahnung. So hin. Entscheidet euch doch endlich. Brauche ich halt nicht. Moment, das ist die Waffenkammer. Hier ist das, Bin zur Stelle. Hier werden die Bauern rekrutiert. Eure Befehle? Ein weiter Weg. Ach so, ich sollte alle Aufstellung halten stellen, weil wir sind ja jetzt nicht mehr im Angriffsmodus. Wie sieht es mit Steinen aus? Immer noch nur 8. So, das haben wir alles genug. Wir könnten noch für die Nahrung... Wir haben jede Menge Fleisch und Käse tatsächlich. Wir haben Bier. Das Volk liebt euch, my Lord. Religion, Bier aus Schank steuern. Das ist alles gut. Alles okay soweit. Wir brauchen jetzt mehr Geld. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Die Frage ist, wie kann ich noch mehr Zufriedenheit generieren? Das Volk liebt euch, my Lord. Also wir haben plus 4 Bier aus Schank. Bevölkerungszahl 100% plus 4. Okay, das ist gut. Maximalbonus. Dann haben wir verschiedene euch, Nahrungsquellen. Auch nochmal plus 1. plus 1. Religion plus 1. Wie sieht es denn mit der Religion aus? Ja, man sieht halt nicht, wie viel Religion... Hier, Religion. 40% der Leute sind gesegnet, nächste Stufe über 50. Weiß ich gerade nicht, bin mir gerade nicht sicher. Bin zur Stelle! Bin zur Stelle! So, ein paar Bogenschützen. Ein weiter Weg! Kann nicht schaden, wir haben ja... Was ich auf jeden Fall brauchen könnte, wäre mehr... Mehr Waffenproduktion. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob das wirklich wichtig ist. Wir haben halt auch Eisenminen. Da würde ich gerade mal... Die Arbeit wurde eingestellt, my Lord. Dieses Gebäude ist momentan funktionstüchtig, my Lord. Die Arbeit wurde eingestellt, my Lord. So, dann haben wir da schon mal keine Leute mehr, die verschwendet werden. Achtung! Und los! Können Armbrustschützen produzieren. So. Der produziert Armbrüste und wir haben noch jede Menge von der Gerberei auf Lager. Und diese Keulenkämpfer haben wir ja auch noch alle. Also, ich glaube, an Nahkämpfern haben wir erstmal genug. Moment, ist eine Lieferung Steine gekommen? Ja. Dann würde ich jetzt erstmal die innere Burg wieder aufbauen. So. Zack. Und den Zinnenwall außenrum. Oh, na, das wollte ich nicht. Ja, okay, kann so stehen bleiben. Sonst haben wir ja nichts zerstört, soweit ich das sehe. Nee, dann ist die Burg schon mal wieder tipptopp. Dann müssen wir nur noch dafür sorgen, dass wir Armbrüste bekommen. Die können wir leider nicht... Moment, das ist die Schenke, hier ist der Marktplatz. Armbrüste können wir leider nicht... Na, das kostet ja richtig viel Geld. Wir brauchen... Wie viel brauchen wir? 3000, glaube ich. Ja, 3000. So, ich würde gerne schneller Waffen produzieren. Was mit den Armbrüsten dauert mir viel zu lang. Moment, da ist die Waffenkammer, hier ist das Lager und da ist der... Das ist aber Quatsch. Brauchen wir noch einen Pfeilmacher hier irgendwo in die Nähe. So, produziert Armbrüste. Ist ja Quatsch, wenn er immer von da rüber laufen muss. Gerberei, ja, macht Sinn, weil hier die Kühe sind und da müssen wir hin. Der ist zwischen den Kühen und der Waffenkammer. Achtung, Sire! So. Rücke aus! Bin gespannt.
Also wichtig ist jetzt, so schnell wie möglich Waffen zu produzieren, damit wir nicht überrannt werden. Und darauf zu warten, dass das Gold hochgeht. Ich würde einfach mal das Spieltempo hochstellen. Und wir probieren das mal. Wir haben ja einen Speicherstand zur Not. Nachdem wir die Burg eingenommen hatten. Ach, das ist der Jäger. Ich dachte schon, warum schießen die auf harmlose Rehe? So, ich wollte gucken, ob ich nicht doch noch einen Zinn, keinen Zinn mal nicht. Na gut, dann mache ich nochmal einen richtigen Wall. Die Männer der Schlange wurden gesichtet. Was nun, Sire? Tja, schießen, würde ich behaupten. Achtung, Waffen geschultert! Ich würde behaupten, abschießen. Ich hoffe nur, dass sie tatsächlich jetzt auch von da oben kommen. Eine Botschaft der Schlange. Hier schon wieder. Ganz schön ausdauernd, muss ich sagen. Aha, sie werden also direkt, wenn sie ankommen, beschossen. Man sieht halt da oben so gut wie gar nichts, ne? Also ich kann, das ist... schwierig. Der Feind ist bezwungen. Gut, sie sind nicht mal bis zur Mauer gekommen. Also, genau so. Nur mit mehr Armbrustschützen. Achtung! Bereit, eure Lordschaft! So, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe jetzt natürlich zwei Armbrustproduzenten und nur eine Gerberei. Nahrung scheint zu laufen. Die Truppen der Schlange greifen an. Ja, ja. Okay, aber ihre Armbrustschützen machen doch ganz schön Damage, ne? Ich verliere immer wieder Leute da oben, wenn ich das richtig sehe. So, die Fernkämpfer hätten wir jetzt schon. Uiuiui. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Okay. Das ist nicht ohne. Wir brauchen definitiv zur Stelle. Mehr Soldaten. Rücke aus! Das ist tatsächlich ärgerlich. Wir produzieren einfach nicht genug. Ich mach das Spieltempo noch mal ein bisschen runter. Wir sind gerade bei 1500. Die Truppen der Schlange greifen an. Das ist nicht viel und wir haben hier oben nur noch Achtung! 7 Fernkämpfer. Ich glaube, das waren mal mehr. Da ist schon wieder ein Bogenschütze gefallen. Und los! Da waren es nur noch 6. Das gefällt mir nicht. Wir produzieren nicht schnell genug Waffen. Achtung! Der Feind ist bezwungen. Rücke aus! So, Waffen was haben wir noch? Geschultert! Okay, es sind immer noch 5 Armbrustschützen. Bereit, eure Lordschaft! Okay. Ach, die rennen hier unten immer durch. Ja, alles klar. Macht ja nichts. So, mehr Armbrüste, Freunde. Wie viele Freier? Wir haben 5 verfügbare Bauern. Dann würde ich... Auf Eisen können wir tatsächlich verzichten. Steine brauchen wir aber nicht in dem Maß. Weil wir das Torhaus ja immer wieder reparieren müssen. Das kostet halt Steine. Aber es kostet 3 Steine. Das ist jetzt nicht so viel. Weil es kommt wahrscheinlich darauf an, wie schwer es beschädigt wurde. Achtung! Zur Stelle! So, alles an Fernkämpfern soll da oben drauf. Wir haben viel zu viel Holz. Wo ist mein Marktplatz hier? Holz, 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 Holz. Oh, ich kann nicht mit Holz handeln. Dann würde ich mal behaupten, brauchen wir einfach nicht so viele Holzfäller. 3 sollten locker reichen. So, Nahrung passt. Dann würde ich nämlich nochmal einen Pfeilmacher hier irgendwo. Da.
In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeier. Und eine Gerberei. So. Gut. Wir haben... Ach, wir verbrauchen natürlich auch immer Gold, wenn wir Leute rekrutieren. Das, gut, wir verdienen Entlegene trotzdem noch Dörfer Gold. Sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Aber nicht so schnell, wie wir könnten, wenn wir nicht rekrutieren. Was kosten die? Kosten 20, die kosten 12. Achtung! Und los! Rücke aus! Ist die Frage. Das Volk huldigt euch, Sire. Sind wir noch bei plus 1. Bierausschank ist auf Maximum. Nahrung... Reicht nicht wirklich. Überfüllung, Angst, Nahrung, Religion, Bierausschank. Ah, wir könnten die Religion noch versuchen zu steigern, aber um ehrlich zu sein... Die Truppen der Schlange greifen an. Man sieht halt nichts, das nervt mich ein bisschen, aber gut. War halt so auch nicht gedacht. Aber es geht ja. Wenn man weiß, von wo sie kommen, kann man ja einfach einen Wall bauen. So, wie viel haben wir noch? 8, okay. Das heißt, die werden nicht so schnell abgeschossen, zumindest. Die Armbrustschützen. Achtung! Waffen geschultert! So, das geht jetzt schon ganz ordentlich. Entlegene also, Dörfer ja, sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Das wird jetzt immer wieder passieren. Das nervt mich jetzt schon ein bisschen, dass er es mir immer wieder ansagt. Ich habe es verstanden. Es kommen immer wieder Feinde. Und ich brauche... Im Grunde brauche ich nur Geld. Geld kriege ich, indem ich Sachen verkaufe. Ich kann Eisen verkaufen. Ich kann Steine verkaufen. Ich kann Streitkolben verkaufen, ich kann Fleisch verkaufen, das bringt mir nicht so viel. Brot und Bier kann ich... Oh, okay. Bier ist aber jetzt auch nicht so richtig viel da. Was haben wir denn? Wir haben drei... Die Truppen der Schlange greifen an. Okay. Okay, aber es ist schon mal gut, dass die Armbrust schützen. Weil die haben keine so große Reichweite wie die Bogenschützen, aber sie sind nah genug dran, um... Der Feind ist bezwungen. Um das zu erreichen, genau. Achtung! Bereit, eure Lordschaft! So, jetzt haben wir da oben schon eine ordentliche Streitmacht mit 14, 15 Fernkämpfern. Also was heißt ordentlich Streitmacht, aber bisher reicht es. Brauchen halt... Jo, eine Truppe der kann ich das auf dem irgendwie... In diese Richtung? Kann ich das ausschalten, dass er mir das immer wieder erzählt? Das ist ja furchtbar. Soundoption, Lautstärke, Sprach, Lautstärke könnte ich ausschalten, aber das ist ja... Nee. Irgendwie... Nee. Na gut. Dann lasse ich ihn mich halt voll quatschen. Wir müssen jetzt mal gucken. Wir haben 2 Gerbereien und wir haben 3 Pfeilmacher. 4 verfügbare Bauern. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Wir könnten natürlich mehr Geld machen, wenn wir... ich überlege gerade. Wir könnten mehr Geld machen, wenn wir... Jetzt haben wir zu wenig Gerbereien, definitiv. Die Truppen der Schlange greifen an. Das kommt ja überraschend. Ach, hier ist ein Turm. Können wir das einfach neben den Turm bauen. So. Hier ist das Torhaus und hier ist ein Turm. Das sieht man hier leider nicht in dieser Ansicht. So. Hat schon wieder jemand angegriffen? Ich habe es gerade nicht mitbekommen. Oder kommt nur wieder jemand? Ich weiß es nicht. Ach, es werden Waffen benötigt. Und jetzt haben wir plötzlich... Rücke aus! Plötzlich mehr Armbrüste. Achso, ja, hatten wir eben mal schon. So, 3 Gerbereien, 3 Pfeilmacher, Steine, wir können Steine verticken. Waffen, ja, Waffen sind natürlich... was kriege ich denn dafür? Steine und Eisen... Ah ja, genau, das wollte ich sagen. Wenn wir das Eisen zu Streitkolben verarbeiten, dann können wir natürlich mehr Geld machen, aber...
Bierverkauf wäre auch was, aber dafür bräuchte ich nur deutlich mehr Bier. Eigentlich möchte ich das nicht. Wir haben 2300, komm, das muss doch jetzt... Es werden Waffen benötigt und sein. Los! Rücke also die aus. Verteidigung sollte jetzt stehen. Und... wir warten einfach. Ich mache mal das Spieltempo auf Maximum, weil ich glaube, wir haben es jetzt unter Kontrolle. Das lohnt, glaube ich, nicht. So, da ist wieder irgendeine Waffe angekommen. Achtung, Sire! Rücke aus! Entlegene Gut. Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Oh nein, ob wir das schaffen werden? Mann, bin ich gespannt. Achtung, Waffen geschultert! So, komm ran hier. Das Holz ist natürlich... wir haben 330 Holz. Pass auf, die Truppen der Schlange greifen viel an. Zu viel Holz. Sehr gut. Wir haben mittlerweile der so Feind viele... ist bezwungen. Bereit, so viele Armbrustschützen. Zur Stelle! Dass sie einerseits vom Turm runterkippen schon und andererseits der Gegner schon gar nicht mehr zum Schießen kommt. Das ist sehr, sehr gut. Achtung! Rücke aus! Rücke aus! Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Der geht mir schon auf den Zwirn, das muss ich sagen. Ihr habt nicht genügend Güter. So, wir haben noch 2700. Eine 3000. Botschaft der Schlange. Ja. Ja. Ihr stellt meine Geduld wahrhaft auf die Probe. Noch einmal lasse ich das nicht durchgehen. Okay, das ist so ein bisschen gecheatet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dass wir da einfach den Wegweiser, wo die Gegner herkommen, mit einer Mauer umgeben. Aber das Spiel lässt es zu. Natürlich wollen die, dass wir so eine richtige Burg mit Vorburg und bla bauen, aber wenn's geht... Da das Lösegeld bereits auf dem Weg zu Sir Longarm ist, wird es hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern, bis der König freikommt. Ich weiß, es gab in der Vergangenheit gewisse Unstimmigkeiten zwischen uns, aber ich bin sicher, wir können uns einigen. Ich gebe euch mein Wort darauf. Wenn wir einen Waffenstillstand vereinbaren, werden all eure Bedingungen erfüllt. Und das soll ich ihm glauben, oder was? Schlange. Ah, das ist seine letzte Provinz, das heißt... Wir werden die Schlange wahrscheinlich in der nächsten Mission auslöschen. Aber das sehen wir dann an einem anderen Tag. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Über Kommentare freue ich mich natürlich immer. Und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin.